Ich merke immer, wenn Gott was tun will, dann ist auch der Satan da, der versucht, das immer zu verhindern. Ja, und ich merke auch, wir haben jetzt Zeugnisse gehört, wie das am Mittwoch in der Gebetsstunde hier vor sich geht und wie Gott einfach wunderbar wirkt und auch zu jedem individuell spricht. Aber der Teufel, der versucht uns immer irgendwie davon abzuhalten. Und er weiß, wo die Schwachstellen sind. Und ich merke das auch in der Welt. Es ist immer so, wenn man die Welt betrachtet und die Nachrichten und überall, egal welches Thema wir jetzt ansprechen, man sieht überall die eine Handschrift. Weil manchmal denkt man, ja, wer steckt denn dahinter? Die Regierung oder irgendein Amt oder irgendeine Person. Und dann denkt man, kann es sein, weil die haben ja eigentlich nichts zu tun. Und dann merke ich einfach, dahinter steckt immer der eine, der das verhindern will, dass wir das bekommen, was Gott uns vorbereitet hat. Dass wir unsere Herzen öffnen, dass wir diesen Durchbruch erlangen, weil auch heute Morgen, das, was Marina angesprochen hat, ich habe das irgendwie so auch gespürt, dass es so wie eine Barriere, die sehr schwer zu durchbrechen da irgendwie ist. Und ich habe mich gefragt, man versucht eigentlich, also ich sehe, alle versuchen in die Gegenwart Gottes hineinzustoßen, aber da ist irgendwie, als ob so eine unsichtbare Wand da wäre, die nicht physisch da ist, aber irgendwie so in geistlicher Welt, dass der Satan, dass der Teufel, der versucht zu verhindern, was Gott eigentlich vorbereitet hat. Aber preist den Herrn, weil, wisst ihr, Jesus hat am Kreuz gesiegt, oder? Das haben wir letzten Mittwoch wieder uns daran erinnert, wieder dieses Ereignis gefeiert, dass der Teufel wurde am Kreuz besiegt. Jesus nahm ans Kreuz alle Krankheiten, also das sagt, alle Sünden und Schwächen, Krankheiten. Er nahm das alles mit aufs Kreuz und somit wurde das Ganze besiegt. Und dafür möchte ich einfach Gott danken, weil einfach seine Gnade so unbegreiflich groß ist, keine Grenzen hat. Für jeden Einzelnen von uns möchte er jeden Tag begegnen und Beziehung mit uns pflegen. Wir haben jetzt am letzten Sonntag, auch am Mittwoch, Themen gehört, ja, die sind so essentiell heutzutage, die sind so wichtig heutzutage, ja, über das, zum Beispiel, ich wiederhole es nur zur Erinnerung, was nehmen wir zu uns auf, womit ernähren wir uns, womit laden wir uns auf, ja, mit welcher Energie, und das entsprechend geben wir wieder her, weil das überfüllt uns, unser Mund, und das geben wir wieder her, unser Verhalten, unsere Wörter. Aber preist den Herrn, also ich bin auch als Zeugnis nochmal für Mittwoch, ich bin wirklich jeden Mittwoch, wo ich da bin, bin ich sehr begeistert und sehr erfüllt. Und das motiviert mich einfach hierher zu kommen, weil ich weiß, dass am Mittwoch Gott hier Wunder vollbringt. Ich habe, haben wir auch gebetet für Heilung. Ja? Und wir haben für Heilung gebetet und da war Max aus Ukraine und der hat dann anschließend gefragt denjenigen, ist es weg? Und ich denke mir so, wieso fragst du ihn? Wenn es nicht weg ist, dann ist, das wollen wir nicht hören. Wir wollen immer hören, ja, ist weg. Aber gleichzeitig haben wir ja Angst. Hat Gott jetzt gewirkt? Ja, es ist nicht von uns abhängig. Nicht wir heilen. Nicht wir erzählen oder ermuntern oder selbst ermahnen uns gegenseitig. Aber wenn wir Gott suchen, wenn wir uns richtig ernähren und Gott in uns ist, dann wirkt er in uns, für uns, aber auch für unsere Nächsten. Ich möchte mit euch heute eine, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, Geschichte oder einfach einen Bericht aus der Bibel durchgehen über Jesus, wie Jesus hier auf der Erde gewirkt hat und dass wir einfach betrachten, die Menschen, die sind alle so verschieden und sind alle anwesend. Aus allen unterschiedlichen Reaktionen werden wir hier alles finden. Und das möchte ich auf den heutigen Tag beziehen, auf unseren Zustand. Das steht geschrieben in Markus, Evangelium von Markus, Kapitel 5, ab dem 21. Vers
lesen wir bis zum Schluss diesen Kapitel durch und dann, ich lese vor, ihr könnt es mitlesen in euren Bibel, wenn ihr dabei habt, oder da oben, wenn es ausgestrahlt wird. Kaum war Jesus ans andere Ufer zurückgefahren, als sich dort wieder eine große Menschenmenge um ihn versammelte. Ich finde das schon interessant, also die Wortwahl, klar, Übersetzung, aber ich habe andere Übersetzungen verglichen, plus minus steht das Gleiche überall, dieses Wort wieder. Und kaum, also kaum war Jesus da, wieder versammelte sich eine große Menschenmenge um ihn. Da kam ein Vorsteher der jüdischen Gemeinde namens Jairus. Als er Jesus entdeckte, warf er sich ihm zu Füßen und flehte ihn an: Meine Tochter liegt im Sterben, komm und leg ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Jesus ging mit ihm, dicht gefolgt von einer großen Menschenmenge. Unter den Leuten war eine Frau, die seit 12 Jahren an starken Blutungen litt. Sie hatte sich schon von vielen Ärzten behandeln lassen, dabei sehr gelitten und ihr ganzes Vermögen ausgegeben, aber niemand hatte ihr helfen können. Ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Dann hatte sie von Jesus gehört. Deshalb drängte sie sich durch die Menschenmenge von hinten an ihn heran und berührte heimlich sein Gewand. Denn sie sagte sich: Wenn ich wenigstens seine Kleider berühren kann, wäre ich bestimmt gesund. Und tatsächlich, die Blutungen hörten sofort auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden befreit war. Im selben Augenblick merkte Jesus, auch Jesus, dass heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Deshalb drehte er sich um und fragte: Wer hat mein Gewand angefasst? Seine Jünger antworteten: Du siehst doch, dass die Leute dich von allen Seiten bedrängen. Und da fragst du, wer dich angefasst hat? Aber Jesus blickte sich weiter um und versuchte herauszufinden, wer ihn berührt hatte. Die Frau war erschrocken und zitterte am ganzen Leib, denn sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie trat vor ihm hervor, fiel vor ihm nieder und erzählte ihm alles. Jesus sagte ihr: meine Tochter, dein Glaube hat dich geheilt, geh in Frieden, du bist gesund. Noch während er mit der Frau redete, kamen einige Leute aus dem Haus von Jairus gelaufen und sagten ihm zu ihm: Deine Tochter ist gestorben. Es hat keinen Zweck mehr, den Lehrer zu bemühen. Jesus hörte das und sagte zu Jairus: Verzweifle nicht, vertrau mir einfach. Er wies die Menschen zurück, die ihm folgen wollten. Nur Petrus und die Brüder Jakobus und Johannes durften ihn begleiten. Als sie zum Hause von Jairus kamen, sah Jesus die vielen aufgeregten Menschen und hörte ihre Weinen und lautes Klagen. Er ging hinein und fragte: Weshalb macht ihr solchen Lärm? Warum weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Jesus schickte sie alle weg. Nur die Eltern und seine 3 Jünger gingen mit ihm in das Zimmer, wo das Mädchen lag. Dann nahm er die Hand und sagte: Talita cum, das heißt übersetzt: Mädchen, steh auf. Da stand das 12-jährige Kind auf und ging im Zimmer umher. Alle waren völlig fassungslos. Jesus verbot ihnen nachdrücklich, anderen davon zu erzählen. Und nun gebt dem Mädchen etwas zu essen, sagte er. Einfach mal so ein Bericht. Als Jesus, wir wissen, er ist viel gewandert vom Dorf zu Dorf. Er ist oft durch diesen See, Galiläischen See, ist er mit dem Boot hin und her gefahren, von einem Ufer zu anderen. Jetzt kommt er halt wieder zurück. Wieder erwartet ihn eine Menschenmenge. Um was geht's hier? Wir haben schon oft zum Beispiel über die Frau, die an Blutungen gelitten hat, haben wir schon oft Predigten gehört, oder? Schon oft. Man kann schon oft sagen. Schon unterschiedliche Versionen und Betrachtungswinkel über die Frau.
Aber interessant ist, dass in dieser Geschichte, wenn wir das Ganze nehmen, dann sehen wir, dass die Geschichte mit der Frau ist eigentlich nur so ein Abschnitt, der da irgendwie reingeschoben wurde. Oder? Ich erkläre euch warum. Stellen wir uns wirklich diese Situation jetzt tatsächlich bildlich vor. Jesus steigt aus dem Boot, hat jetzt ein paar Schritte gemacht. Wir müssen uns gedanklich machen, da kommt der Synagogenaufseher auf ihn zu. Wie weit hat er gewohnt? Kann sich das irgendeiner vorstellen? Also malt wirklich so wie die kleinen Kinder, malt ein Bild. Wie weit hat er gewohnt von der Stelle, wo er jetzt angedockt hat mit dem Boot? Nehmen wir mal, wie hier bis zur Bushaltestelle. Kennt ihr hier jemand die Bushaltestelle Dürerplatz? Ja, Dürerplatz ist hier, gell? Wie weit ist es hier? Sagen wir mal 300 Meter. Das ist jetzt egal, sagen wir 300 Meter. Okay? Also, dass man sich bildlich vorstellen kann, hier ist Jesus und Jairus, der wohnt da, wo die Bushaltestelle ist, 300 Meter entfernt. Jetzt kommt er zu Jesus und sagt, wirft sich für die Füße. Wie würdet ihr sagen, also wie würdet ihr bitten, wenn ihr so einen Fall hättet? Wer hat Kinder? Wie würdest du bitten? Nein, komm nach vorne. Komm nur kurz nach vorne. Ich bin Jesus. Bitte mich. Jesus, mein... So, ich meine, du liebst deine Tochter, oder? Ja. Sie liegt im Sterben. Ist kein Spaß. Ist auch nicht lustig. Bitte mich. Jesus, bitte, komm, meine Tochter ist krank, ich brauche deine Hilfe, du kannst sie gesund machen, bitte, komm. Ja, schon fast besser. Nee, ist lustig, vielen Dank, Bruder. Man muss halt die Bibel verstehen, die Situation der Menschen verstehen, was passiert da gerade? Ich meine, es ist nicht einfach so reingeschrieben, damit wir später lesen, wie gute Nachtgeschichte zu den Kindern, ja, mit Betonung, mit er hat so gesagt und dann hat er sich gefreut. Nein, das ist wirklich eine ernste Situation und man muss sich das ausmalen, man muss sich da rein versetzen, um zu begreifen, was passiert da? Was passiert in diesem Herzen von diesem Mann, der gekommen ist und der versteht es, da ist keine Zeit, ja. Wenn wir Krankenwagen anrufen, dann heißt es dann, die Menschen sind auf Puls 180. Jesus, meine Tochter stirbt, komm, weil ich glaube. Was denkt ihr, hat er tatsächlich geglaubt? Hat Jairus geglaubt, dass Jesus seine Tochter heilen kann? Bestimmt, also ich glaube auch, er wäre nicht einfach so zu Jesus gekommen. Also er ist ja auch nicht zu irgendeinem Petrus gekommen, er ist auch nicht zu irgendeinem Staatshalter gegangen, er ist zu Jesus gekommen, weil er hat gehört. Jesus war gerade auf der anderen Seite. Bevor Jesus auf die Seite geschwommen ist, mit Paddel oder mit dem Segel, hat sich das schnell gesprochen ums Ufer, er heilt. Das ist der Mann, der heilt, das ist ein Mann Gottes. Da passieren Wunder. Er glaubte, als Synagogenvorsteher, war er vertraut mit Gott. Es war nicht fremd. Er war vielleicht kein Wissenschaftler, er war kein Politiker, aber er hat sich mit dem Gott schon auseinandergesetzt. Er glaubte, Jesus kann heilen. Und so kommt er zu Jesus und bittet ihn von ganzem Herzen, komm, wir haben keine Zeit. Wir dürfen die Zeit nicht verlieren. So, jetzt kommen wir wieder zurück. 300 Meter die Entfernung. Von hier nach da. Also wenn ich jetzt rennen würde... Also ich bin jetzt kein Sportler, aber ich denke so, in 1,5 bis 2 Minuten wäre ich drüben gewesen. 2 Minuten. Aber wir lesen hier, wieder mal sind viele Menschen um ihn und die bedrängen ihn. Zur Zeit, wenn ihr jetzt alle aufsteht, ihr bedrängt mich nicht. Aber wenn ich links eine Schulter spüre, rechts eine Schulter spüre und hinten und vorne und vor mir gehen Leute, somit habe ich keinen freien Weg, um die Geschwindigkeit zu erreichen, die ich gerne hätte, laufe ich nur so schnell mit wie der Vordermann vor mir.
Und dann passiert sowas, die Frau. Irgendjemand berührt ihn und er spürt es. Und er bleibt stehen. Er bleibt stehen. Und stellt eine Frage, wer hat mich berührt? Was denkt sich der Jairus in dem Augenblick? Ist doch gut, Jesus, komm doch. Komm doch, wir haben keine Zeit. 1000 Leute berühren dich, 100 Leute berühren dich. Ja, ey, wunderbar, heil, preis den Herrn, sie wurde geheilt. Behalte es für dich, mein, du hast bekommen, was du wolltest. Geh wie die anderen da, 9 Aussätzigen oder wer auch immer. Oder kurz vorher, als Jesus auf dem anderen Ufer war, wir wissen, wenn wir lesen, er hat einen Aussätzigen geheilt. Er hat in 10 Städten hat er da rumgepredigt, was Jesus mit ihm gemacht hat und allen erzählt. 10 Städte. Ja, Frau, geh deines Wegen, geh mit Gott, aber geh, erzähl allen, wenn du willst. Aber ey, hier ist nicht die Zeit dafür, das ist jetzt nicht deine Zeit, das ist jetzt die Zeit. Jesus muss zu meiner Tochter. Es ist meine Tochter. Die liegt im Sterben, sie hat keine Zahnschmerzen, sie liegt im Sterben. Und das kann sein, dass wir in 300 Meter, vielleicht 2 Minuten dauert es, vielleicht 5 Minuten, aber vielleicht ist es zu spät. Aber Jesus, er nimmt sich die Zeit. Er nimmt sich die Zeit für diese Frau, um einen kleinen Dialog mit ihr zu halten. Die Jünger sagen, Jesus, was ist das für eine komische Frage? Wir verstehen dich noch nicht einmal. Aber er nimmt sich diese Zeit, um rauszufinden, irgendeiner ist doch hier. Und dann meldet sich die Frau, ich bin es. Und er spricht mit ihr einen Dialog und er sagt, meine Tochter. Wie oft haben wir wissen, wie oft Jesus geheilt hat, wie oft hat er solche Wörter gesprochen, meine Tochter. Und er steht daneben, der Jairus steht daneben und denkt, ja, deine Tochter, schön, aber was mit meiner Tochter? Ich bin doch zu dir zuerst gekommen. So sind wir oft Menschen, gell? Ich war hier zuerst. Und manchmal kennt ihr dieses, man macht so ein bisschen so Spaß über die Deutschen, wenn sie in Urlaub sind und morgens alle liegen schon mit Handtüchern, reserviert sind. Kennt ihr das? So diese, weißt, und kennt ihr schon, einer kommt hier raus und einer kommt da raus und die sehen schon, oh, da ist aber nur eine Liege. Und da fängt dieser Wettkampf an, wer ist schneller? Jairus war schneller, aber Jesus ist nicht schnell genug. Und er spricht zu ihr, meine Tochter. Sie wurde gesund und er sagt, du bist gesund. Er bestätigt ihr das. Er bestätigt ihr, dass das, was sie gespürt hat, wir lesen auch, sie hat auch geglaubt. Sie hat alles ausprobiert, hoffnungslos, kein Ausweg mehr. Aber sie hat sich vorgenommen im Glauben, ich gehe zu Jesus und ich werde ihn berühren. Sie hat sich geschämt. Klar, sie ist nicht wie Jairus gekommen, sie ist nicht so hoch angesehen, sie war vielleicht in dem Augenblick schon arm. Deswegen hat sie sich gedacht, komm, ich schäme mich. Und ich meine, die Krankheit ist sowieso etwas, wofür man sich früher geschämt hat. Ist keine angenehme Krankheit, ja. Deswegen hat sie das so heimlich versucht, auf heimlich zu machen. Aber Gott ist herrlich, also er wirkt wirklich wunderbar. In dem Augenblick kommt jemand und sagt, Jairus, lass ihn, deine Tochter ist tot. Wie sagt das? Was denkt ihr jetzt? Jetzt malen wir uns wieder dieses Bild. Derjenige, so irgendein Diener aus seinem Haus, es kommt, wie sagt er? Jairus, lass es, lass es. Viele Menschen, wir haben eben gerade ein Wunder erlebt. Jubel ist da bestimmt. Oder Gespräche, wow, guck mal da oder hier, oder Leute reden. Nein. Jemand ist gekommen, hat es laut genug gesagt, lass den Lehrer in Ruhe, lass den Rabbi in Ruhe, weil deine Tochter ist tot. Jesus hat es gehört. Er hat es gehört. Er schmeißt nicht alle aus dem Weg, ich muss weiter. Er dreht sich zum Jairus um.
Jesus hörte das und sagte zu Jairus: Verzweifle nicht. Vertrau mir einfach. Vertrau mir einfach. Oh, wie schwierig ist es, in so einem Augenblick zu vertrauen. Also ich stell mir immer vor, das ist mein Sohn. Ich habe keine Tochter, mein Sohn, aber ich stelle mir das vor, wie würde ich reagieren in dem Augenblick? Was wäre in meinem Kopf, was wäre in meinem Herzen, wo wäre mein Herz und mein Puls? Jesus sagt, vertrau mir. Und interessant, das war nicht einfach so, dass die Frau und diese Heilung und dieses Gespräch mit der Frau, damit sagt er dem Jairus: Jairus, deine Tochter ist meine Tochter. Dieses Wunder, was ich dir gerade gezeigt habe, soll dir dein Glauben stärken. Denn das wirst du gleich brauchen. Das wirst du gleich brauchen, diesen Glauben. Deswegen, ich weiß, du hast einen Glauben, aber ich musste deinen Glauben erstmal stärken. Denn das, was jetzt bevorsteht, wirst du einen starken Glauben brauchen. Hast du gesehen, was gerade passiert ist? Sie ist gesund geworden. Und dann sagt Jesus: So, jetzt reicht's. Hört auf, mich zu folgen. Jetzt, Jairus, du kommst mit. Ihr zwei kommt mit. Ihr drei, ihr kommt mit. Und wir gehen jetzt. Jetzt zielorientiert. Jetzt sind wir da angekommen. 300 Meter. Wir haben vielleicht 20 Minuten verloren. Wir kommen an. Wir wissen, im Kopf schon haben wir gehört, wir sind schon zu spät. Eigentlich ist es egal, wann wir jetzt angekommen sind. Wir sind eh zu spät, weil wir die Nachricht bekommen haben, ja, die Tochter ist verstorben. Und wir lesen das auch in anderen Stellen in der Bibel, da gab es in Israel so Frauen, die haben das, so Klagefrauen, die haben halt, wenn einer gestorben ist, die haben die Person beklagt, die haben geweint. Und die haben nicht nur einfach nur leise geweint, sondern die haben richtig laut geweint, deren Aufgabe war zu zeigen, hier ist ein Trauer in diesem Haus. Irgendeiner ist verstorben und damit zeigen wir und präsentieren wir. Einige haben vielleicht die Kleider zerrissen, einfach nur zu zeigen, hier ist Trauer. Jesus kommt und stellt schon wieder eine Frage, wo die Menschen nicht verstehen. Was weint ihr denn? Was weint ihr denn? Was schreit ihr hier rum? Herr Jesus, wieso stellst du so eine Frage? Du siehst doch, wir weinen. Unsere Kleider sind kaputt. Du hast doch genau die gleiche Nachricht mitgekriegt wie wir. Sie ist gestorben. Was gibt es da noch zweideutig zu verstehen? Und Jesus sagt, nee, sie ist doch nicht gestorben. Sie schläft doch nur. Komisch, dass die Leute, wie haben die dann auf ihn reagiert? Gelacht. Also, genau, gell? Genau das habe ich mich gefragt. Wie kann das passieren? Ihr müsst euch das vorstellen. Das ist nicht nur eine Schauspielerei, was die da betrieben haben, dieses Weinen. Das ist nicht irgendwo leise, das, was keiner sieht. Die waren voll beladen mit dieser negativen Trauer. Die haben das gezeigt mit allen Emotionen. Und auf einmal lachen die. Wie oft haben wir solche Leute in unserem Umkreis? Jesus sagt, Jairus, vertrau mir. Du hast gerade ein Wunder gesehen. Jetzt steht Jairus hier, hier stehen die Frauen oder die Menschen, die weinen, hier steht Jesus, stellt so eine lächerliche Frage, wird ausgelacht. Gemeindevorsteher. Schafft er das? Versteht ihr, warum für Jesus war es wichtig, dass Jairus dieses Wunder sieht? Warum es wichtig war, dass sein Glaube nochmal gestärkt wird?
Was fühlt Jairus, als Jesus ausgelacht wird? Was würden wir fühlen? Wie oft, deswegen habe ich gesagt, wie oft, wenn wir jetzt beten für Heilung, wie oft haben wir einen Zweifel in uns, als ob wir die Verantwortung darüber tragen, ob der jetzt geheilt wird oder nicht. Aber wenn wir ehrlich mit uns sind, wie oft stellen wir uns in diese Position? Aber es hat doch mit uns gar nichts zu tun. Wir sind nur ein Werkzeug. Aber Jesus ist doch der, der heilt. Jesus ist doch der, der die Macht hat über Leben und Tod. Amen? Und dann stehen diese Menschen. Die umgeben uns immer. Die werden uns immer umgeben. Die einfach unseren Glauben zerstören wollen, indem sie sagen, bist du dir ganz sicher? Und schon sind wir nicht sicher. Und schon sind wir einfach nicht sicher. Und Jesus sagt, raus mit euch. Alle, raus. Erst habt ihr geweint, jetzt weint ihr, jetzt lacht ihr. Ihr wisst selbst nichts, ihr wisst selbst gar nichts. Ihr glaubt auch nicht. Raus mit euch. So Leute brauche ich jetzt nicht. Gleich wird ein Wunder passieren. So Leute brauche ich nicht. Und er nimmt den Vater, die Mutter und seine drei Jünger mit sich und geht hinein. Wie fühlt sich der Jairus? Wie würde ich mich selbst fühlen? Ich könnte die Frage nicht beantworten. Aber wir lesen ein Happy End. Happy End hat jeder gerne. Wir lesen ein Happy End, wo Jesus, er sagt zu dem Mädchen, steh auf. Steh auf. Sagt das jemand zu seinen Kindern? Ich sage das morgens zum Stefan. Steh auf. Du musst zum Kindergarten. Meistens sagt man steh auf zu jemandem, der schläft. Oder hat jemand schon versucht, einem Verstorbenen zu sagen, steh auf. Aber weil Jesus tatsächlich die Macht hat über Leben und Tod, sagt er zu dem Mädchen, steh auf, Jairus, deine Tochter, meine Tochter, ich wecke sie auf, sie schläft nur. Sie ist nur eingeschlafen. Mag sein, dass sie krank gewesen ist, schwach gewesen ist, steh auf. Und meistens, wenn ich dem Stefan sage, steh auf, dann kommt sofort, geh so lang die Zähne putzen, ich mach dir schon mal was zu essen. Und das ist, was Jesus tut. Er schenkt nicht nur einfach nur das Leben. Er sagt nicht einfach, steh auf. Er gibt sofort auch die Energie, das Essen, dass man gestärkt wird. Und für Jairus war dieses Erlebnis vielleicht von insgesamt eine Dauer von einer Stunde war wie eine Achterbahnfahrt. Hoch, runter, hoch, runter. Puls 300. Und oft ist es so in unserem Leben. Oft ist es so bei uns hier in der Gemeinde. Manchmal ungewollt. Ich möchte nicht sagen, dass irgendeiner von uns halt diese Frauen sind. Aber manchmal ungewollt. Wo wir in unserem Glauben einfach in so Unsicherheit hineingeraten. Das kann jeder von euch kann sich selbst prüfen. Die Bibel schreibt, der Paulus schreibt einen Brief an Thessaloniki, glaube ich, wo über Abendmahl er spricht. Er sagt, jeder prüfe sich selbst. Kennt ihr die Stelle? Jeder prüfe sich selbst. David sagt in dem Psalm, Gott prüfe du mich, aber irgendwo prüft er sich selbst. Gott zeigt ihm, aber er prüft, jeder von uns kann sich selbst prüfen. Wo steht er in dieser Geschichte? Wo steht er? Und was ist hier bei uns in der Gemeinde? Jesus ist da. Das steht nicht in Frage. Jesus ist da, da bin ich mir 100% überzeugt. Heil, ja, er möchte heilen. Aufwecken, ja, er möchte aufwecken.
er tut es auch. Nur auf wen hören wir? Auf die, die da laut schreien und lachen? Oder hören wir auf die Stimme von Jesus, die sagt, vertrau mir, meine Tochter, vertrau mir, mein Sohn. Vertrau mir, Rostislav. Egal, was um dich jetzt passiert. Ja, vielleicht bist du gerade, wo ein Sturm ist. Und die Wellen schreien dir und die schlagen dir ins Gesicht mit voller Wucht und sagen dir, das wird nichts. Das ist vorbei, das ist zu Ende. Aber die Stimme sagt, vertrau mir. Vertrau mir und komm weiter. Komm, jetzt nehmen wir uns die Zeit für dich. Jetzt gehen wir und kümmern wir uns um dein Anliegen. Wir haben heute wirklich viele Anliegen gehört, wofür ich Gott dankbar bin. Das ist für mich ein Zeichen, dass Gott wirkt. Amen. Bei wem hat er noch nicht gewirkt? Ihr habt die Möglichkeit, am Mittwoch hierher zu kommen oder auch hier nachhinein. Wir werden gleich für Anliegen beten, gell? Wir werden gleich für Anliegen beten. Ihr habt die Möglichkeit, auch ein Wunder zu erleben. Amen. Ich möchte, dass wir kurz ins Gebet gehen. Warum kurz? Weil wir einfach noch für die Anliegen beten möchten und da wollen wir, das, was wir jetzt gehört haben, wollen wir Gott einfach diesen freien Lauf geben, zu wirken. Uns konzentrieren nur auf Gott, nur auf Jesus. Ich lade euch ein, alle aufzustehen mit mir. Und sprich ganz kurzes Gebet und einfach das, finde dich in dieser Geschichte. Und aus dem Hinblick, wo du da in dieser Geschichte stehst, sprich zu Gott. Kurzes Gebet. Lieber Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du deine Gnade uns schenkst, jeden Tag aufs Neue. Jesus, ich danke dir, Jesus, für das Kreuz, für mein Kreuz, was du aber auf dich genommen hast, dass du die Sünden genommen hast, alle Schwächen und Probleme und dass du den Zugang zum Vater ermöglicht hast durch dich. Du hast uns deine Wahrheit geschenkt. Und dein Leben. Vater, ich danke dir, dass du wirklich uns die Bibel geschenkt hast, in der wir uns vertiefen können, Jesus Herr, und uns einfach selbst darin sehen können, Jesus Herr. Dass es wie ein Spiegel für uns ist, der uns besagt, in welchem Zustand wir uns befinden oder unser Aussehen, innerliches Aussehen, Herr. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Ich bin überzeugt, dass dein Wort Kraft hat. Und wie ein Samen, was in die Erde geworfen wird, bringt Frucht. Und ich bin überzeugt, Herr, dass dieses Wort jetzt für jemanden bestimmt war. Und dafür lobe ich dich und preise dich. Deinen wunderbaren Namen. Halleluja. Amen.